So, heute reden wir mal über die Schattenseiten des Vanlife. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. In meinem letzten Video in den Kommentaren habe ich ja die Frage bekommen, wie ich das denn eigentlich mit dem Duschen so mache und so, und dass ich doch mal ein bisschen über mein Vanlife aktuell sprechen soll. Deswegen komme ich der Bitte natürlich gerne nach. Ich muss sagen, Duschen ist für mich aktuell wirklich mit eins der geringsten Probleme. Es gibt hier so viele öffentliche Schwimmbäder, das ist echt der Wahnsinn. Also es gibt überall, eigentlich in jedem Mini-Ort, ein Swimmingpool, wo du hingehen kannst und deine Bahnen schwimmen kannst. Es ist meistens halt einfach nur ein Becken, wo man schwimmen kann, aber die haben natürlich auch eine Dusche. Und dann zahlst du halt, keine Ahnung, $4 oder so Eintritt und kannst dann da aber auch den ganzen Tag theoretisch bleiben und halt einfach ein bisschen Zeit verbringen, duschen und so weiter. Schön in... Meistens haben die halt auch noch irgendwie so ein Whirlpool oder sowas da, so Warmwasser. Ziemlich cool. Insofern ist das eigentlich nicht so ein Problem. Meine Hauptprobleme aktuell sind irgendwie viel grundlegenderer Natur. Nämlich erstens, immer irgendwo eine Toilette finden. Morgens, abends. Weil meistens parke ich halt irgendwo an der Straße und da ist nichts in direkter Nähe. Das heißt, ich muss... Morgens fahre ich meistens erstmal irgendwo hin, wo ich, keine Ahnung, irgendwo was zu trinken kriege, ein bisschen frühstücken kann und dann auch eine Toilette habe. Und abends das Gleiche. Also meistens suche ich mir halt irgendwo was, wo ich essen kann und gehe dann da halt auch aufs Klo. So, weil, jetzt kommen wir zu Punkt 2, die Kälte. Es ist mir ehrlich gesagt viel zu kalt gerade, um irgendwie... gemütlich irgendwo zu stehen und mit meinem Campinggrill mir irgendwas zu kochen. Ich bin froh um jede Stunde, die ich irgendwo in Innenräumen mich aufhalten kann, wo es einigermaßen warm ist. Weil aktuell, deswegen bin ich jetzt auch so eingepackt, ich glaube, wir haben jetzt, keine Ahnung, 0 Grad, unter 0 Grad, irgendwie so. Nachts geht es runter bis minus 6, minus 8 Grad gerade. Dank meinem Schlafsack hier, der echt gut ist, muss ich sagen, ist Schlafen kein Problem, aber der restliche Tag schon. Also die ganze Zeit zu überbrücken, ist echt eine Herausforderung. Und das ist so meine größte Challenge. Ich habe eigentlich schon wie so eine Routine. Morgens fahre ich meistens irgendwo in einen Coffeeshop, dann habe ich irgendwas zu trinken. Manchmal hole ich mir auch irgendwie, was weiß ich, einen Muffin oder so. Das ist dann quasi mein Frühstück. Dann verbringe ich da ein bisschen Zeit, kann da auf Toilette gehen, kann ein bisschen, was weiß ich, arbeiten, ein bisschen Instagram und so weiter machen. Ja, und dann überlege ich mir da, was ich den restlichen Tag so mache. Manchmal fahre ich dann irgendwo hin, unternehme was, mache ein paar Fotos, gehe ein bisschen wandern, weil es hier ziemlich viele Trails gibt. Und dann überlege ich mir, wo ich gehe ich abends zum Essen hin. Ich habe eigentlich immer nur zwei Mahlzeiten, einmal ein Mini-Frühstück. Abends dann ein bisschen was Größeres, damit ich nicht zu viel Geld ausgebe. Dann gehe ich da essen. Meistens lade ich mir dann irgendwo im Wi-Fi noch ein paar Episoden Netflix irgendwo runter. Und dann suche ich mir einen Schlafplatz für die Nacht, stelle mich irgendwo an die Straße und gucke, was weiß ich, 2-3 Folgen Netflix und dann gehe ich wieder ins Bett. Das ist so gerade meine Tagesroutine. Ja. Ein weiterer Punkt, der für mich auch mega nervig ist gerade, ist das Thema Zähneputzen. Das ist einfach so viel essentieller als Duschen, für mich persönlich. Duschen, da kann ich meine Komfortzone gut ausdehnen und halt nicht so oft duschen gehen. Mein Gott, gehst du halt nur alle paar Tage mal duschen. Auch nicht so tragisch für mich. Aber Zähneputzen, das ist einfach essentiell, zweimal am Tag. Und wenn du in einem Van lebst und es morgens draußen minus 6 Grad hat, es ist schon nicht so cool, muss ich sagen. Weil, weiß ich nicht, du kannst dann irgendwo hingehen oder so. Ich habe halt hier so einen schönen Pott, ja. Da spucke ich dann immer rein, dann spüle ich das mit Wasser aus und weiter geht's, ja. Ziemlich basic. Ja, das war's eigentlich. Also, wie gesagt, duschen in öffentlichen Schwimmbädern für einen Mini-Betrag
ist eigentlich echt kein Problem. Wie gesagt, also ich zahle hier für einen Schwimmbad-Eintritt $4, $5, vielleicht 6 und kann aber dann so lang bleiben, wie ich will. Mal zum Vergleich, wenn ich mir einen Kaffee hole, zahle ich $4, $5 für einen Kaffee. Ja. Also das ist preislich extrem günstig und du kannst dann so lang bleiben, wie du willst. Das heißt, du kannst auch irgendwo im Warmen Zeit verbringen, was ich gerade sehr gut heiße. Insofern echt kein Problem. Ansonsten große Probleme, Toilette finden, Zähne putzen und die scheiß Kälte irgendwie totschlagen. Das sind meine größten Herausforderungen gerade. Wenn ihr noch was anderes wissen wollt, falls noch irgendwelche Fragen aufgekommen sind, einfach mal Bescheid geben, dann versuche ich da noch ein Video zu machen. Ja, kleines Feedback noch, falls überhaupt irgendwer so lange geguckt hat, zur Nikon Z6. Ich habe die ja jetzt irgendwie schon ein paar Tage. Ich werde dann wahrscheinlich auch nochmal irgendwie ein Review zu machen, wenn ich sie eine Zeit lang in der Hand hatte, um mal zu gucken, was gefällt mir gut, was gefällt mir nicht so gut. Eine Sache, die ich auf jeden Fall jetzt schon sagen kann, ist, ich vermisse mein Flipscreen von der alten Kamera extrem. Hier hatte ich ja dieses schöne, was ich nach vorne drehen kann und auch so zur Seite. Das heißt, wenn ich Hochkant-Shots in Bodennähe machen will, ist das hiermit kein Problem. Mit der Kamera absolut nicht möglich. Und auch gerade jetzt, als ich das Film-Setup aufgebaut habe, bin fast wahnsinnig geworden. Ja? Weil jetzt muss ich das irgendwie mit meinem Handy koppeln und dann muss ich irgendwie eine WLAN-Verbindung herstellen zwischen der Kamera und dem Handy und dann funktioniert das irgendwie nicht und dann schaltet sich die Kamera zu schnell ab und dann musst du wieder irgendwie ins Menü gehen und das umstellen. Wir werden sehen, wie viel mich das noch aufregt. Aktuell sehr. Aber was soll man machen? Es gibt halt gerade wenig spiegellose Vollformatkameras, die ein Flipscreen haben. Ich glaube nur, die Canon EOS R und die hat dafür halt dann andere negativen Seiten, die auch nicht so cool sind. Ach so, eine Sache habe ich noch ganz vergessen zum Thema unangenehme Sachen beim Vanlife. Letzte Nacht hatte ich eine sehr schöne Begegnung mit einem Police Officer, weil ich zum ersten Mal auf einem Walmart-Parkplatz geparkt habe. Das ist, glaube ich, so eine Urban Legend. Überall hört man, auf einem Walmart-Parkplatz kannst du super parken. Ich muss sagen, ich habe bisher eigentlich immer überall nur irgendwelche Schilder gesehen auf den Walmart-Parkplätzen, wo steht No Overnight Parking, bla bla bla. Bei dem habe ich nichts gesehen. Und trotzdem hat anscheinend dann die Security die Polizei gerufen und hat gesagt, jo, das hier ist Privatgrund, bitte entfernen Sie sich. So, ich hatte dann ein gutes Gespräch mit dem Officer, der war auch super nett. Aber ist schon nicht so cool, wenn morgens um 2 jemand an deine Scheibe klopft und dann ist es auch noch die Polizei. Ja? Also, das hat mich schon ein bisschen geflasht. Wie gesagt, ich werde nicht mehr auf einem Walmart-Parkplatz parken. Nur damit diese Urban Myth mal aufgelöst ist. Ja. Ich stehe meistens, wie gesagt, irgendwo an der Straße. Das ist viel stressfreier. Weil da darf ich, das ist kein Privatgrund, da kann ich einfach stehen. Ja, meistens sind da irgendwelche Schilder, da ist dann, weiß ich nicht, parken nur 2 Stunden von 9 bis 6 und nach 6 kannst du halt bis morgens um 9 bzw. um 11 ohne Probleme parken. Ja. Bin dann eh immer recht unauffällig, habe wenig Licht an und so. Naja, wie gesagt, aber erste Polizeiaktion habe ich jetzt auch hinter mir. So, das Video ist jetzt eh irgendwie wahrscheinlich wieder 10.000 Kilometer lang. Ich weiß überhaupt nicht, ob sich das überhaupt irgendwer bis zum Ende anschaut. Falls ja, lass mal einen Kommentar da, würde mich wirklich interessieren, weil, keine Ahnung, ich schaue mir meine Videos eh öfter mal an, so, also gerade auch beim Schneiden und so. Und wenn ich die dann nach einer Zeit lang sehe, denke ich mir, boah Gott, wie du laberst, ne? Wer guckt sich das überhaupt an? Aber was soll's, ich haue es halt einfach trotzdem raus, ja. Wie dem auch sei, Freunde, ich mache mich jetzt hier bettfein, mummel mich ein, guck vielleicht noch irgendwie 1-2 Folgen und dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut, Olaf und ich sagen Tschüss!